Hier schaut der TV mit dem Samsung Serie 7 17 Zoll Notebook mit einem AMD 6970 Grafik integriert Core i7 Prozessor. Wir sehen, wir haben verschiedene Farbeinstellungen, je nachdem, was ihr für einen Modus auswählt. Hier oben rechts kann man nicht auswählen, ob man Eco-Modus oder so haben will. Gaming und Office. Wenn man den Modus ändert, ändert sich auch entsprechend die Farbe der Tastatur. Wenn das jetzt funktioniert, aber anscheinend hat sich dieser hier etwas gerade aufgehängt, aber auf jeden Fall kann er weiß, blau und rot anzeigen hier. Wie ihr sehen könnt, WASD ist auch nochmal speziell beleuchtet. Großes Touchpad ist vorhanden. Bei den Anschlüssen haben wir eine Vielfalt vorhanden. Wir haben Kopfhörer und Mikrofon. Hier auf dieser Seite noch zwei USB-Anschlüsse, ein DisplayPort, HDMI-Port, VGA-Out, Gigabit-LAN, Strom natürlich. Akkulaufzeit übrigens beträgt hier 3,5 Stunden im Eco-Modus, also im grünen Modus. Kensington. An der Rückseite seht ihr, wir haben eine spiegelnde Oberfläche mit beleuchtetem Logo und natürlich die Lüfter hier unten. Und auf der anderen Seite haben wir ein Blu-ray-Laufwerk, noch einen USB-Anschluss für die Maus und vorne auch nochmal ein USB. Und das war es eigentlich auch schon von den Anschlüssen, soweit ich es erkennen kann. Und so solche Spiele wie Portal oder ähnliches laufen natürlich ohne Probleme. Wir haben hier einige Geräte ausgestellt. Das kostet 1700 Euro, wenn es dann auf den Markt kommt, 1,5 Terabyte. Und am 14. September soll schon erscheinen, also gleich nach der IFA. Vielen Dank fürs Zuschauen bei LV. Das war das Samsung Serie 7 Notebook hier auf der Pressekonferenz in Köln. Bis zum nächsten Mal.